Yo, der Odellidang, Ladies and Gents, hier ist mal wieder euer Ferngfors und ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video. Naja, ihr seht schon im Titel, heute geht's mal wieder um KIM, also eine Camonation. Ich habe wieder mal camoniert und wir spielen heute mal mit der Emta wieder mal eine knackige Runde. Also das war, wie schon gesagt, ich habe es anderthalb Monate lang probiert, eine Cam zu erreichen und habe immer eins davor oder zwei davor erbärmlich gefehlt. Heute spielen wir, wie gesagt, mit der MTA-X, eine richtig gute Waffe eigentlich, nur sie verzieht auf Distanz recht heftig. Von dem her empfehle ich euch immer auf dieser Waffe erstens mal den Schalldämpfer, um allgemein wenig von den Gegnern gesehen zu werden. Und auf der anderen Seite habe ich hier Griff dabei. Ah, nicht Griff, was rede ich da? Rotpunktvisier. Dann könnt ihr auf Distanz genauer schießen. Man kann natürlich auch den Griff draufpacken, aber im Prinzip bringt es nichts, wenn ihr drei Aufsätze drauf habt. Wenn ihr Schalldämpfer und Rotpunktvisier drauf habt, ist es wirklich top, weil ohne Schalldämpfer müsst ihr bedenken, okay, dann könnt ihr auf Distanz nicht so gut schießen, weil die Waffe verzieht recht stark und von dem her müsst ihr gerade halten und das Iron Sight zieht dann recht nach oben, wodurch ihr recht schwer den Gegner mit eurem Fadenkreuz verfolgen könnt. Von dem her empfehle ich euch wirklich dieses Setup hier, Schalldämpfer und Rotpunktvisier. Wenn ihr dementsprechend mit der Maus dann auch noch dagegen haltet, könnt ihr den Gegner ziemlich schnell down bringen und ihr seht schon, richtig nicer Scheiß, die Gegner haben mich permanent als Hacker reported und beschimpft, was ich natürlich richtig nice finde. Ich hatte hier irgendwie heute, ich hatte damals so ein richtig geiles Aim, war richtig nice. Und ja, wie schon gesagt, ihr seht sicherlich auch, was ich dabei habe, supportmäßig. Und zwar erstens mal die Munitionskiste, aus dem einfachen Grund, naja, ich habe jetzt zwar Plünderer dabei, aber natürlich kann es des Öfteren passieren, dass du wenig Munition hast, was dir besonders beim MG des Öfteren passiert und allgemein, ja, ich meine, man kann sofort eine Secondary-Waffe daraus nehmen, was ich vielleicht auch jetzt gleich tun werde, weiß ich jetzt nicht, oder zumindest nachher. Und Ballistikweste sowieso, dann habt ihr mehr Leben und eine höhere Chance, zum Beispiel, wenn drei, vier Gegner vor euch stehen, die dann down zu machen, von dem ihr habt, dementsprechend viel Vorteil. Und ich habe es einfach genossen, mit diesem Setup zu spielen, beziehungsweise allgemein genieße ich dieses Setup sowas von dermaßen. Also, weil ich meistens der Einzige bin, der Support spielt, natürlich Ballistikwesten und Meisterschütze wäre der Oberhammer, da müsst ihr euch mit Team absprechen. In dem Fall sind wir alle auf Cam gegangen und ich bin ja extrem abgegangen, wie schon gesagt. Und ja, man muss natürlich abreden, wenn das Team irgendwie, schaut euch den geilen Triple an. Fett, ich habe sogar Heisenberg gekillt, von dem ja, in ja weiß, lieber Walter White. Ja, wie schon gesagt, ich patrouilliere hier und das soll es nämlich heute auch gleich ein bisschen gehen. Was ist patrouillieren? Was ist campen? Tja, Jesus fucking Christ, you lucky camper noobs. So, wie schon gesagt, es ist immer der Unterschied zwischen patrouillieren und campen. Ja genau, ich habe noch die Night Owl dabei. Die sehen nicht immer so ein Nahsignal aus, wo ich sehe, wo die Gegner in meinem Umkreis sind. Das ist recht praktisch. Und das Ding verfolgt dich, also ist immer über dir. Natürlich kann es dich auch verraten, aber meistens siehst du die Gegner eher und du hast einen größeren Vorteil als Nachteil. Weil du immer weißt, wo sind die Gegner. Auch hier sehe ich jetzt, okay, er läuft um die Ecke und ich schnappe ihn mir und laufe keinem anderen blöd vor die Fresse. Ja, wie schon gesagt, echt praktisch dieses Setup hier, auch Supports wie allgemein. Und wie schon gesagt, um jetzt mal zum Patrouillieren zu kommen, ihr seht, ich bleibe immer in dieser Area, immer bei Charlie. Aus dem einfachen Grund, naja, die Gegner kommen immer zu mir. Seht ihr? Nice Aimbot. Yes, bitch. Ihr wechselt auch zu Secondary. Ja, und wie schon gesagt, die Gegner kommen auch immer zu mir, weil sie denken, okay, den muss ich jetzt irgendwie festnageln. Und ich konnte da recht schwer weg, weil ich mir dann dementsprechend gedacht habe, okay, die Gegner, ja, wollen mich da wegholen und ich kann echt nicht einfach weglaufen, weil irgendwo in der Nähe sind Gegner, die mir vielleicht auflauern. Und es waren konstant, ich war konstant unter Beschuss bis jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich dann außenrum weggeschlichen bin, wo ich jetzt auch ein bisschen was rausgekattet habe, wie ihr gerade gesehen habt. Und ja, wie schon gesagt, ich bin ja schon recht knapp vor Cam, also wieder eine sehr schnelle Cam eigentlich, bin eigentlich recht zufrieden damit. Ja, und es ist immer so, ihr müsst aufpassen, wo sind die Gegner, wo sind eure Teammates vor allem. Versucht euch immer auch an eure Teammates zu halten und wenn es dann doch zu brenzlig wird, wenn ihr wisst, okay, rund um mich sind keine Teammates mehr, dann müsst ihr weg. Und passt mal an der Stelle auf, was jetzt gleich passiert. Ich ziehe noch vor und ich hatte sowas von Luck, dass der mich nicht gekillt hat, weil dann wäre die Cam im Eimer gewesen. Ich bin jetzt, glaube ich, noch 2-3 Kills vor Cam. Und wie schon gesagt, versucht einen Bereich abzusichern und das auch mit Anzielen um die Ecke gehen, um dementsprechend die Gegner auch auf Distanz zu halten und möglichst schnell reagieren zu können. Ihr seht, ich bin jetzt hier und die Gegner wollen auch immer hierher kommen, damit sie mich und meine Streak töten können. Also die wollen das einfach kaputt machen, was natürlich jeder Spieler will, wenn er irgendwie einen sieht, der 45:3 hat. Natürlich will man den töten. Und ich habe natürlich dementsprechend Vorteile mit Night Owl, mit ballistischer Weste und natürlich ausreichend Munition und einem sehr, sehr guten Team. Wir hatten, glaube ich, alle meine Teammates fast eine 2er KD oder 3er KD sogar.
Ja, wie schon gesagt, ich bin hier jetzt auf Cam. Ich habe hier eben die Cam nach 5 Minuten. Natürlich mit einer kleinen Rausschnipselerei, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Aber es ist doch recht interessant, wenn man nämlich patrouilliert, muss man schauen, wo gehe ich entlang, wo gehe ich nicht entlang. Versucht die offenen Stellen zu meiden und immer rund um die Map zu patrouillieren. Also einmal um die Map zu laufen zum Beispiel, ist sehr interessant. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, ich nehme jetzt hier Bravo ein und geradeaus der lange Gang, da geradeaus die Straße, sollte man zum Beispiel vermeiden, weil du hast sehr wenig Deckung, die Gegner können von oben schießen und ihr seht schon allgemein, geht vorsichtig vor, versucht auf euer Gehör zu achten, ich habe hier auch Totenstille und Verstärker dabei, was für mich eigentlich unerlässlich ist, also ich kann gar nicht mehr ohne das Spiel, weil da hört man die Gegner so gut, besonders dann, wenn jetzt wirklich du patrouillierst und auch wartest, weil du weißt, okay, da kommen gleich wieder drei Gegner auf dich los, was auch hier eben der Fall war, wo ihr könntet die Gegner orten und auch dementsprechend down machen. In dem Sinn, schreibt es mal in die Kommentare, lasst ein Like da und ich bin raus, bye bye!